Hallo, ich bin Noah und ich habe bei dem LED-Schildprojekt das 3D-Modelling übernommen und das 3D-Drucken. Hallo, ich bin Tibor. Ich habe das Coding und das Löten übernommen. Hallo, ich bin der Lorenzo. Ich bin hier wegen meinem Freund Tibor. Unsere Idee: LED-Schild, das Animationen anzeigen kann, das vielleicht mit Musik interagieren kann. Planung: Wir brauchen LEDs, Mikrocontroller, Und das die Codingsprache. Code, Gehäuse. Also, wir haben das umgesetzt in 4 Schritten. Also, wir haben gecodet, 3D modelliert, 3D gedruckt und am Schluss noch alles zusammengelötet. Wir mussten eine Library installieren, um ein Bild mit den LEDs zu machen. Das Bild ist Mario, aber es hat nicht ganz geklappt. Wir sind noch dran. Aber wir sind bald fertig.3D-Modelling, also wir müssen ein 3D-Modell erstellen von dem Gehäuse, das man hier sehen kann. Wir zeigen es am Schluss noch genauer. Zuerst war es zu groß für den 3D-Drucker, also mussten wir es kleiner machen. Dann wurde es zu lange, also es hat 3 Tage gebraucht zum Drucken. Dann mussten wir es nochmal dünner machen und leichter. Und am Schluss mussten wir auch noch den 3D-Drucker schneller machen. Also sehr viele Veränderungen wegen der Zeit und auch wegen der technischen Sachen. Ja, wie schon gesagt, beim 3D-Drucken war es so, dass ein paar Probleme gegeben hat mit der Größe und auch es wurde nicht so schön gedruckt. Also es hat sehr viele Unreinheiten, aber das kommt mit der Zeit. Also löten. Wir brauchten viel Geduld, um alles zu löten, weil es war sehr heiß, ja. Also ich habe ihm dann auch geholfen, weil es so viele Lötverbindungen gab, haben wir dann parallel gearbeitet. Also hier hat es auf beiden Seiten, habe ich eine Seite gemacht und er eine Seite. Und das hat sicher 2 bis 3 Stunden gedauert. Und uns ist am Schluss noch ein Kondensator abgerissen und es gab Kommunikationsstörungen. Das war unsere Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt zeigen wir nochmal, was wir so von der Hardware gemacht haben. Also das ist die Milchglas-Vorderseite, dass man die LEDs schöner durchsieht. Es ist so, das ist das 3D-Modell. Du musst mir da zeigen. Das hatten wir designt. Es ist ein bisschen unrein, wie man sehen kann, weil es so schnell gedruckt hat. Und hier die Plattform. Wir mussten halt, das war halt nicht direkt fertig, darum mussten wir erstmal etwas machen, wo wir es drauf tun können. Es ist nicht so genau, wie man sieht. Auch mit Klebern gemacht. Und jetzt ist gerade das abgerissen. Man muss es wieder löten, darum geht es nicht. Also es funktioniert nicht. Ja. Danke fürs Zuhören.